Hallo und willkommen zu Moderne Showbox. Es geht weiter mit Moonlighter und der Wild Dungeon. Das letzte Mal haben wir nochmal unsere Waffe verbessert. Das soll jetzt noch ein bisschen leichteres Spiel sein hier in dem Wild Dungeon. Schauen wir mal. So, komm mal her, du. Ja, das geht jetzt schon mit zwei Schlägen down. Buch, das schnappen wir uns. Ja, wir können ziemlich gut durchfletzen, wie ich meine. Wenn die Gegner jetzt schon mit zwei Schlägen down gehen. Leicht und smoothie durch. Einfach so wieder 1000 Gold gefunden. Krass. Ja, nehmen wir alles mit. Was rein? Gar nicht zu lesen. Haben wir, glaube ich, auch schon alles durchgelesen. Da ist die Quelle. Aber uns vorerst mal nicht heilen. Bis der seine Früchte schmeißen kann, ist jetzt schon weg. Vergiften, okay. Ah, was haben wir denn hier? Okay, einsammeln. Vase, wunderbar. Da haben wir einen verfluchten Gegenstand. Machen wir mal das Holz. Ich und mein Holz. Nehmen wir den noch mit. Ah, den können wir übrigens ja, gleich zerhäckseln. Krass, der Teleporter kostet 6000. Das ist Zeitverlust, das lesen wir nicht. So, da hat sich hier irgendwas
geglitzert hat da. Und da bekommen wir auch einen Heiltrank. Wunderbar. Ah! Optimal. Können wir alles zurückschicken. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Ah, das ist eine Mimik, okay. Wo ist denn die Mimik hergekommen? Oh, wieder ein Bogen. Das finde ich richtig krass, dass man manchmal hier jetzt Sachen findet. Wieder so ein Windbogen. Ah, die Quelle. Oh, das ist gefährlich. Jetzt mal so ein Trank. Oh, runtergefallen. Oh, eine goldene Truhe. Da schickt die Sachen nach Hause. Da schickt auch die Sachen nach Hause. Schick mal die Knolle nach Hause. Dann können wir die Knolle auch nach Hause schicken. Was ist das denn? Botaniknotizen, die sind richtig viel wert. Noch mehr als die Knolle, aber die Knolle, das sind 3 Stück. Wunderbar. Zu Hause in unserem Raum wartet extremst viel zum Verkauf. Ich hab doch gewusst, dass da was funkelt. Oh wow. Jetzt kommen Gegner. Das ist jetzt eine normale Schatztruhe, die können wir jetzt aber noch verbessern. Uiuiui, die gehen ganz schön ab, die Gegner. Hat gerade meine ganzen Heiltränke. Da ist jetzt eine silberne Schatztruhe geworden. Sollen wir es nochmal versuchen?
So, mal her. Perfekt. Das ist eine goldene Truhe. Wir können jetzt noch mal verbessern. Jetzt wird es aber extrem. Uiuiui. Schaut euch das an. Perfekt. Beste Schatztruhe, die es jemals gibt. Und wir schauen rein. So, nach der Rückkehr wird der Gegenstand zu diesem. Da haben wir einen Giftschutzring. Den können wir ausrüsten. Ich glaube, den Golemring, den können wir auch ausrüsten. Da müsste ich noch mal schauen. Oh, verflucht. Schauen wir, wer da kommt. Was schicken wir denn nach Hause? Das da. Botaniknotizen. Nach der Rückkehr wird der Gegenstand zu diesen. Was ist das denn? Pulver? Da haben wir noch ein bisschen Blütenpulver. Da können wir die Knolle. Können wir hier mehr reinmachen. So. Das brauchen wir nicht, das kann man verkaufen. Genauso wie wir das verkaufen können. So, das Soldatenpulver. Nach der Rückkehr wird der Gegenstand zu diesem. Das ist okay so. Ansonsten würde ich sagen, dass wir das noch verkaufen. So. Wir müssen so schnell wie möglich hier raus. Das Vieh kommt nämlich. So, was haben wir denn hier? Du weißt nicht, was es ist. Also verkauf's. Wir könnten hier das Portal anwenden. Jetzt denn eigentlich aus? Wo ist denn der Brunnen? Wir gehen mal runter zum Brunnen. Und machen dann, glaube ich, ein Portal. So. Das ist alles noch okay. Dass wir dann hier zurück zum Portal kommen. Gegen den Endboss. Gleich. So. Warte mal ganz kurz. Wir machen hier Portal. Und rein mit dir. Das war eine sehr, sehr gute Reise.
wie ich fand. Da können wir jetzt einiges verkaufen. Ah, das Ding ist ausgewachsen. Ah, der Lauf mit Hilfe eines Blattes Windströme erzeugen kann. Das Perfekte ist noch, wir haben jetzt Tag. Wir haben einige Dekorationen gekauft. Wunderbar. Das ist die Truhe mit den Gegenständen, die ich nicht mehr brauche. Und dann legen wir das noch ab. Schauen uns gerade mal kurz um, wie wir hier die ganzen Sachen verteilen können. Wie kann ich denn die Sachen platzieren hier? Das bringt 20, das bringt 30, das ist mehr Geld und das ist auch 30. Machen wir das hier. Okay, wir haben unseren Laden wahrscheinlich noch nicht so groß verändert, dass wir Efeu oder sowas platzieren können. Weil hier steht platzieren, ne? Da steht auch platzieren. Ah, das ist platzieren, ne? Hier geht was. Ah, hier kann man das. Jeder Besucher legt ein zusätzliches Trinkgeld bei. Dass die Kunden schneller sind. Mehr Kunden. Wenn wir hier das Efeu platzieren. Mehr können wir, glaube ich, noch nicht platzieren, oder? Aber am Anfang ist es eigentlich wichtig, mehr Geld zu bekommen. Deswegen machen wir das hier. Und dann gehen wir kurz raus. Wir müssen kurz schauen, dass wir ein paar Heiltränke machen. So, genau nochmal 5 Stück brauchen wir. Perfekt. Danke für die Tränke. Mehr brauche ich hier nicht mehr einzusetzen. So. Können wir noch irgendwas hier im Shop verbessern? Ah, das hätte ich mir aufsparen müssen. Königliches Bett. So, die Sachen gerade kann ich eigentlich alle verkaufen hier. Ich werde ja nichts mehr herstellen in dem Bereich. So, das können wir übereinander platzieren. Das können wir auch übereinander platzieren. Dann wollen wir mal ein bisschen was aufnehmen hier. Sortier mal. Da hätten wir einen Bogen, den wir verkaufen können. Bin mal gespannt, wie viel der wert ist. Die
Knolle. Eine Knolle können wir ablegen. Dann können wir die verkaufen. Können wir den nächsten 10er-Pack verkaufen? Nö. Das geht leider nicht. Das können wir verkaufen. Das hier können wir verkaufen. Wir haben übrigens hier noch einen Trank. Sehe ich gerade. Botaniknotizen 1. Was ist das denn? Ein Klingenblatt? Ein ermächtigter Kristall. Schauen wir uns das mal an. Das und das können wir auch verkaufen, obwohl. Genau. Legen wir das jetzt erstmal ab hier. Wie viel können wir denn den Bogen verkaufen? Das ist auch wieder sowas, ne? Da hast du keinen Plan, was, wie teuer diese Sachen verkaufen kannst. Wie viel kostet denn der Bogen, wenn du ihn neu kaufst? Das musst du mal kurz abchecken. Der Bogen hier, wenn du den neu kaufst, kostet der 4000. Dann stell den doch einfach mal für 4000 rein. So, wie sieht's hier aus? Das ist okay so. Die Knolle, die habe ich nie verkauft. Genau wenig wie die Botanik. Waldfrüchte. Bei 2000 zu teuer, ne? Boah, die Knolle ist echt schwierig einzusetzen. Machen wir die alte Knolle für 2000. So, was haben wir hier? Lichtessenz. 1600. Da ist die Nachfrage momentan hoch, deswegen können wir ein bisschen teurer machen. Die können wir für 400 reinsetzen. Da liegt ja schon wieder einiges auf dem Tresen. Wo ist denn der Ring? Ich habe doch irgendeinen Ring bekommen. Habe ich den verkauft? Zufällig. Ah, da ist der Ring. Was bringt er denn? Ein Ring, der die Gesundheit des Trägers stärkt. Ah, ihn gleichzeitig aber schwerer wie den Boden werden lässt. Ah. Die Geschwindigkeit geht um 10 runter. Aber unsere Gesundheit wird extrem erhöht. Das finde ich doch gut so. Und wir eröffnen in der nächsten Folge dann mal hier den Laden. Denn hier mache ich einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann mit der Eröffnung des Ladens in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, ciao und habt eine gute Zeit.